Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Apple hat vor kurzem die Einladungen verteilt für das kommende Apple Event. Und zwar findet die Keynote am 9. März 2015 statt, ist also die erste Keynote in diesem Jahr und auch seit langer Zeit mal wieder eine Keynote, die im Frühjahr stattfindet. Und in diesem Video möchte ich gerne mit euch meine Erwartungen an das Event teilen. Erst einmal noch ein paar kleine Infos. Das Ganze findet in San Francisco statt und Apple schaltet auf der Website wieder mal einen Livestream. Das heißt, es wird wohl schon um was Wichtiges gehen und man kann diesmal darauf hoffen, dass er funktionieren wird. Das war ja die letzten Male eher weniger der Fall. Außerdem sollte man noch erwähnen, dass das Ganze unter dem Motto Spring Forward steht. Das seht ihr hier auch nochmal auf dem Bild. Spring, das bedeutet einfach Frühling und Forward weiter. Und ich denke mal, Spring ist ganz klar, es soll halt einfach die Jahreszeit verdeutlichen und Forward soll, denke ich, einfach für den Fortschritt, für den technischen Fortschritt stehen und den sieht Apple wahrscheinlich insbesondere in der Apple Watch. Das ist nämlich die Smartwatch, die Apple schon im Herbst vorgestellt hat, ein bisschen angeteasert hat, ein bisschen dazu was gezeigt hat, aber es sind noch sehr viele Sachen unbekannt, ein paar Features sind noch nicht ganz so bekannt, was für Apps darauf funktionieren werden und alles drum und dran, wie das Ganze genau abläuft. Und beispielsweise ist der Preis noch völlig unbekannt und ich glaube, Apple wird jetzt nochmal eine ganze oder fast eine ganze Keynote dafür opfern, den zukünftigen Nutzern das Ganze nochmal näher beizubringen, weil ich denke mal, es ist schon so ein Produkt, was jetzt die Zukunft von Apple bedeutend mitbestimmen wird, weil Apple damit auch eine ganz neue Produktklasse eröffnet. Das kann man sich so vorstellen, wie als Apple das iPad rausgebracht hat, das war erstmal was ganz Neues und jetzt eine Apple Watch ist auch erstmal was ganz Neues und deshalb ist es auch was Aufregendes, wo Apple dann auch mal mehr Zeit bei einer Keynote für wahrscheinlich investieren wird. Tim Cook hat dazu übrigens auch schon ein Interview gehalten und so ein paar Informationen preisgegeben. Man weiß noch nicht, ob sich das jetzt auf die erste Generation der Apple Watch bezieht oder auf Verbesserungen, die dann entweder mit einem Modell oder einem Update oder irgendwie auf jeden Fall später nochmal bei der Apple Watch verändert werden. Und zwar geht es dabei beispielsweise um die Autotechnik. Das ganze Autothema bei Apple ist ja in den letzten Tagen und auch in meinem letzten Video oft diskutiert worden. Und zwar soll es wohl darum gehen, dass Apple eine App in die Apple Watch integrieren wird, mit der es möglich sein soll, das Auto zu öffnen. Das heißt, man braucht im Prinzip keinen Autoschlüssel mehr, sondern kann dann einfach irgendwo da auf die Apple Watch drücken und schon geht das Auto auf, was das Ganze natürlich ein bisschen verleichtert. Natürlich, wenn das Ding weg ist, ist es schwierig, ja, man kann es dann ja wieder manuell über den Computer sperren lassen. Des Weiteren sollte man beachten, dass auch bald schon der Start der Apple Watch ansteht, also das Release-Datum. Wahrscheinlich wird es auf den 10. April fallen, das ist jetzt dieses Datum, was immer so ein bisschen in der Diskussion war, aber man kann sich im Prinzip sicher sein, dass das Ganze im April an den Start gehen soll, vielleicht sogar in einem extra Store, das war auch ein Gerücht, was in den letzten Tagen aufgetaucht ist, vielleicht auch im normalen Apple Store, weiß man noch nicht. Man weiß auch noch gar nicht, ob das Ganze überhaupt in Deutschland dann schon an den Start gehen wird oder eben nur in den USA und Deutschland kommt dann später. Ist noch unklar. Was Tim Cook auch noch gesagt hat, ist, dass es wohl eine Funktion geben soll, mit der die Nutzer sich belohnen können oder damit, mit der die Apple Watch die Nutzer belohnt, wenn sie denn trainieren, also wenn sie denn beispielsweise ein bestimmtes Laufziel erfasst haben, dass sie dann Coins bekommen oder Credits. Fraglich ist nur nochmal, was diese Coins oder Credits bringen, also was man damit dann anfangen kann. Aber auf jeden Fall sind die Spekulationen groß, ob da noch was kommen wird, ob da noch wirklich neue Features kommen werden oder ob es einfach nur nochmal das ist, was man schon kennt mit ein paar Infos wie den Preisen und den Spezifikationen und so weiter. Des Weiteren könnte es sein, dass Apple noch ein neues MacBook vorstellen wird und zwar geht es um das MacBook Air 12 Zoll. Das Ganze war ja schon seit langer, langer Zeit in der Diskussion, bisher haben wir es aber noch nie gesehen. Vielleicht könnte Apple dann das 11 Zoll MacBook Air abschaffen, vielleicht lassen sie es trotzdem drin und das ist sozusagen die Mitte zwischen 11 und 13 Zoll und es ist auch noch nicht sicher, ob das Ganze ein Retina-Display haben wird. Begrüßen würde es man auf jeden Fall schon. Das Ganze soll auf jeden Fall dünner werden, das denke ich, kann man erwarten und es soll wohl kaum mehr Anschlüsse geben. Ein Anschluss für alles, so ist ein bisschen das Gerücht. Ich werde euch da nochmal in einem extra Video alle Gerüchte zum MacBook Air 12 Zoll präsentieren. Vielleicht kommt es allerdings auch gar nicht
auf der Keynote, sondern erst dann bei der WWDC oder so. Und Apple wird das Augenmerk auf die Apple Watch richten. Man weiß es noch nicht, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und habe meine Erwartungen, denke ich, bei den beiden Produkten. Vielleicht könnte man noch weiter spekulieren auf ein Apple TV oder iTV. Der war ja auch schon lange, lange Zeit immer wieder in den Gerüchten diskutiert worden. Und viel Neues hat man beim Apple TV in den letzten Jahren eigentlich überhaupt nicht gesehen. Eigentlich wäre es mal wieder Zeit. Ich denke es allerdings eher nicht. Ich denke, Apple wird sich hier wirklich mehr auf die Apple Watch spezialisieren. Lasst mir gerne mal eure Gedanken und Erwartungen dazu in den Kommentaren da. Ansonsten danke fürs Zusehen, bleibt dran und bis zum nächsten Mal.